Ich habe deswegen heute ein Placement für euch, zusammen mit Undecemba, das ich euch heute vorstellen werde. Das Spiel ist kostenlos. Ihr könnt euch das bei Steam einfach runterladen. Das Spiel gibt es auch fürs Handy und es gibt Cross-Plattform. Das heißt, ihr könnt quasi problemlos die Devices beim Spielen wechseln. Wenn ihr also gerade noch was Kostenloses sucht, was ihr so in den Anfangswintermonaten, wo es jetzt wieder ein bisschen kälter wird, spielen wollt und was ihr vielleicht auch unterwegs spielen wollt, wenn die Deutsche Bahn mal wieder zu spät dran ist und man irgendwo sitzt und nicht weiß, was man machen soll, dann ist das vielleicht ein Spiel, das ihr euch anschauen wollt. Ich würde sagen, wir haben die Sprache, ist auf Deutsch. Wir schauen einfach mal rein und gucken, was es kann. The day I decided to walk the path of the Zodiac, a lone prophecy was made. Mortal. On the day you discover all of the constellations in the heavens, you will bring ruin to all of your accomplishments with your own hands. The truth remained veiled as countless years passed by, which is why I had believed I was already liberated from the fate I was burdened with. This noise, is it serpents calling upon the dead? I must make haste. Wie zu... Ah, wir klicken mit links. Wie halte ich das gedrückt? Sind das Zombie? Oh mein Gott. Ich kann ja auch einfach Tasten da unten drücken. Das macht mein Leben leichter. Ich habe nicht gesehen, dass ich da unten auch Tasten drücken kann. Und dass ich, dass das ja mit QWER und so weiter ja auch nochmal angedingst ist. Ja, ja, es ist ein Hack and Slay auf jeden Fall. Ich sehe auch Verbindungen. Ich habe aber auch das Gefühl, dass das überhaupt nichts bringt, dass ich hier diese, oh Gott, die Dinger respawnen und es werden immer mehr. Ach, ich kann aber nicht einfach so hitten. Das mache ich mit, doch kann ich mit rechter Maustaste. Wundervoll. Du kannst Skills auch gedrückt halten. Meinst du, das kann man auch mit einem beschissenen PC spielen? Das gibt es sogar fürs Handy, also ich glaube schon. Also ganz grundsätzlich, lasst uns einfach gemeinsam reingucken und schauen, was es kann. Ich bin sehr, sehr ehrlich mit Dingen, die mich stören oder die mir nicht gefallen. Das heißt, falls ihr euch unsicher seid und nicht wisst oder einfach mal rausprobieren wollt oder gucken wollt, wir schauen uns heute auf jeden Fall 2 Stunden mal an und gucken, was wir für positive und negative Punkte darüber finden. Bis jetzt ist es auf jeden Fall, finde ich, sehr, sehr schön. Ich finde es von der Optik her sehr, sehr schön. Aber ich mag dieses... Oh Gott. Ich mag dieses... ich bin völlig unfähig. Dieses Düstere auch einfach extrem. Und ich mag, wie alles so wegsmasht. Wie nehme ich diesen Bogen? Ah, so. Habe ich jetzt einen Bogen? Okay, das ist geil.
Können wir bitte bei einem Bogen bleiben? Holy shit. Dankeschön, Zipperino, für die 2 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank. Und Dankeschön, Riser, für die 39 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Aber jetzt mache ich auch nicht mehr diesen coolen... jetzt mache ich aber auch nicht mehr die anderen coolen Skills, weil meine ganzen Skills sich jetzt quasi angepasst haben daran, dass ich eine neue Waffe habe. Kann ich zwischen den Waffen wechseln? Ja, das ist instanzenmäßig, wenn ich das richtig verstanden habe. Nach der Einführung geht das. Alles klar. Dankeschön, Chat. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt gerade auch echt keinen Schaden bekomme, obwohl ich gehittet werde. Finde den Stab, den du auf dem Schlachtfeld nutzen kannst. Ja, einen Stab. Hier kann ich rein ins Gebäude, oder? Ja. Oh. Oh mein Gott, ich bin krass. Ich bin laut. Vor allem bin ich aber auch krass. Oh mein Gott. My goodness. Ich wollte da gar nicht reinspringen. Oh mein goodness. Mein Gehirn steckt. Wer braucht schon Integral, wenn er krass zaubern kann? Sieg. Dankeschön, Fireblue, für den Prime-Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Man muss halt echt sagen, ich gehöre zu den Leuten, die sich selbst dafür feiern, wenn sie im Tutorial nicht sterben können, indem man nicht sterben kann. Dringe tiefer in das Schlachtfeld vor. Ich bin tiefer im Schlachtfeld. Wir sind so ein richtiger Schönling. Hallo, Skavi. Kann ich nicht eine sexy Frau sein? Ja. 10 Jahre später bin ich eine sexy Frau. Bist du doch wow. Nein, ich meine in-game. Doch, ja, ich kann eine sexy Frau sein. Ich bin eine sexy Frau. Ich spiele halt so gerne, also ich spiele halt so gerne sexy Frauen in Spielen. Das ist einfach toll. Ich finde sowas immer super. Sollen wir euch kurz alleine lassen? Nee, könnt auch dabei zuschauen, wie ich mich freue, dass ich eine sexy Frau bin. So, was mache ich? Was nehmen wir von dem Charakter, vom Gesicht her?
Das sind halt alles sehr, sehr schöne, aber auch sehr generische Gesichter. Das ist auch wieder, das sind Schönheitsideale, die werden wir nie erreichen, aber das ist okay. Ach, die Haare sind aber auch süß. Ist das so hoch, so ein Hoch? Ich finde es so schön, dass solche Spiele sich einfach dazu entscheiden, diese Art der Frisur als sexy und erstrebenswert quasi zu zeigen. Dabei als eine Frau mit langen Haaren kann ich euch sagen, wenn ich die Haare so trage, dann mache ich das, weil ich sie nicht gewaschen habe und ich nicht will, dass man sieht. Ich hoffe, jemand implantiert dich mal in ein Spiel. Ich bin in einem Spiel. Blau oder grau? Grau. Zeichen. Nee, keine 2 Stunden. Blau. Eine Sessi-Frau. The fuck ist das? Sind das Urzeitkamele in fucking riesig? Ich dachte erst, okay, die haben einfach so Reittiere. Aber nein, es sind Wohntiere. Sie sind fucking riesig. Warum muss die arme Frau in Unterhose auf Abenteuer? Wenn deine Beinhaare sehr dicht bewachsen sind, in diesem Fall blond, deswegen sieht man es nicht, dann funktionieren sie wie ein natürlicher Pelz gegen die Kälte. Das ist das Geheimnis hinter allen halbnackten Frauen in Computerspielen. Sie haben eigentlich nur, so wie Eisbären, haben sie einfach durchsichtiges Fell am ganzen Körper und das wärmt. Felix, erzähl mir was. What could they possibly gain from braiding a sandwalker? Diese verfluchten Dimps, warum in aller Welt überfallen die einen Sandgeier? Die haben sogar eine Balliste dabei. Das ist übel. Sie haben sogar eine Balliste dabei. Unter Beschuss, Entdeckung. Ich glaube nicht, dass wir hier noch Entdeckung gehen brauchen. Das ist die Begründung für den Plattenbikini, ja. Werter Gast, das ist leider das Ende unseres Ausflugs auf dem Sandgier. Von jetzt an muss jeder alleine um sein Leben kämpfen. Okay, wir können. Wir versuchen uns erstmal nicht darauf zu konzentrieren, dass es ein Langbogen der Perversion ist. Wir versuchen erstmal zu entscheiden, ob wir Langbogen, Schwert oder Zauberstab spielen wollen. Was findet ihr cool? Also Maurice hat neulich den Bogen genommen. Hat er den Bogen genommen, weil er Bögen cool findet? Oder hat er den Bogen genommen, weil es der Langbogen der Perversion ist? Vielleicht kannst du dein Reittier erstmal füttern, damit es schneller läuft. Das wurde rausgepatcht. Du kannst leider in Schnelllaufen nicht reinscalen. Bogen, Zauberstab, Bogen. Bogen. So, wir haben es an. Ach, ich habe alle. Das heißt, ich kann auch einfach immer noch wechseln. Kann ich beide ausrüsten? Nee, ich kann nicht beide ausrüsten. Okidoki. Nochmal mit Felix reden. Ihr sucht euren Freund, tut mir leid, aber wie ihr seht, bin ich gerade etwas beschäftigt. Ihr findet ihn sicher irgendwo an Deck, aber ihr müsst ihn alleine suchen, ich kann euch im Moment nicht helfen. Hey Gwen, lass unseren Gast hier durch. Ja, lass mich bitte durch.
Und zack, nimmt sie doch den perversen Bogen. Natürlich nehme ich den perversen Präzisionsbogen. Oh. Ah, jetzt kann ich aber die ganzen coolen Sachen von vorher nicht mehr. Okay. Aber es ist nicht so satisfying, mit einem Bogen diese Dinge zu zerstören, wie es safe ist, wenn du so einen Flächenschaden hast. Ich muss halt alles einzeln anklicken am Anfang. Und halt dementsprechend auch treffen. Können wir dem nicht helfen? Offensichtlich nicht. Ach, das war ein Böser. What the fuck? Ist der gerade aus dem Nichts aufgetaucht? Der ist vom Oberdeck gesprungen. Ah. Ich dachte, ich wäre erledigt. Danke. Ihr sucht euren Freund, aber an Deck ist es noch gefährlicher als hier. Nehmt wenigstens das hier mit euch, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob euch das hilft. Berühre den Bildschirm. Mit meiner Maus? Die Verbindung einer Brückenrune mit einer Fähigkeitsrune erzeugt einen zusätzlichen Effekt. Du kannst eine Fähigkeitsrune mit einer Brückenrune verbinden, wenn die Brückenrune die gleiche Farbe hat wie der Platz der Fähigkeitsrune. Wähle eine Fähigkeit, um zu sehen, welche Brückenrunen damit verbunden werden können. Okay, das heißt, ich baue mir quasi meine extra Fähigkeiten und meine Skillungen halt komplett selbst aus. Auf. Und wir dachten, Integrale wären kompliziert. You must be a rune hunter. That's a relief. Ihr könnt Runen einsetzen. Wow, dann seid ihr bestimmt eine Runenjägerin. Ich bin erleichtert. Ja, ich habe den Bildschirm berührt. Das hat geholfen. Ich hoffe, ihr findet euren Freund, Lian. Lasst unsere Runenjägerin durch. Alter, dieses Ding sieht so merkwürdig aus. Es hat so ein knöcherndes Gesicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jesus. Alter, 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 wieso kommen die von oben? Natürlich bin ich absichtlich ausgewichen und nicht nur aus Versehen. Ich hätte natürlich völlig im Überblick, was ich da gerade mache. Es wäre ja absurd, wenn ich das aus Versehen gemacht hätte. Ah, und jetzt haben wir hier nochmal einen Bossfight. Nein. Okay, das war ja easy. Ist der Dude gerade einfach gestorben? Alle sterben. Diese Dimps nehmen kein Ende. Aber dieser Weg blieb in letzter Zeit relativ sicher. Was ist hier passiert? Hey, könntet ihr euch um diese Dimps kümmern? Wenn das so weitergeht, haben wir nicht mehr lange.
Euren Freund? Ach, ich vermute, ihr meint diesen Mann. Ich habe vor kurzem gesehen, wie er zum Bug gegangen ist. Viel Glück. Ich wollte Burg lesen, aus irgendeinem Grund. Legolas, bist du es. Aber bei Legolas glitzert das nicht so krass. Oh meine Gott, oh goodness. Aber ich kriege ja bis jetzt nicht wirklich Schaden. Also was hindert mich eigentlich daran, diese Dudes zu facetanken? Ich frage vor einen Freund. Der Schaden-Output ist ja bis jetzt eher gering. Die meinen schon Bug wie ein Softwarefehler, oder? Nee, ich glaube eher der Bug eines Schiffes. Der Schiffsbug. Gibt es... Alter, ich habe mich so erschrocken. Gibt es nicht sowas? Dude, du kämpfst mit der Luft. Jetzt nicht mehr. Oha, was ist mit diesen ganzen Dimps los? Was geht hier vor sich? Ich wollte nur ein bisschen frische Luft schnappen. Und ehe ich mich versah, saß ich hier fest. Das Ding ist übel hässlich. Ich habe mir die Lage von meinem Versteck aus angesehen und offenbar überwältigen die Dimps nach und nach die Besatzung. Wir können die Dimps nicht mehr lange vom Deck fernhalten. Um dieser Sache ein Ende zu setzen, müssen wir ihren Sandgeher ausschalten. Offenbar müssen wir diese Balliste hier einsetzen. Helft ihr mit, das Schlachtenglück zu wenden? Nee, ich würde gern lieber sterben. So bis Akt 2 kann man facetanken, aber ab Akt 3 nicht mehr. Nein. 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 Ich würde sagen, das war ein Heli. Leute, wir dürfen uns nicht beschweren. Wir töten in anderen Spielen mit Kettensägen Pinguin-Babys. Für Ressourcen. Das war bestimmt ein Betäubungspfeil, ja. Ihr habt es geschafft, dem Himmel sei Dank. Euer Freund ist nach Osten, zum Marlow-Außenposten. Ach so, er meinte dem Himmel sei Dank, dass wir überlebt haben. Nicht dem Himmel sei Dank, dass wir fast alle umgebracht haben mit unserer Selbstmordaktion. Bitte unterrichtet Wachhauptmann Poschi über die Lage. Ist er jetzt gestorben? Wollen wir eine Rolle oder wollen wir teleportieren? Ich weiß, das Teleportieren hatten wir gerade mit dem Zauberstab und wir spielen die Perversion. Aber wollen wir eine Rolle oder wollen wir teleportieren? Die Rolle ist am besten. Wir wollen springen. Aufgrund der längeren... iFrames, Alter, ihr seid schon wieder so krass am Min-Maxen. Wir wollen Mawam. Boah, Mawam wäre jetzt auch geil. Hallöchen, Assault. Grünes Geschick und blaue Intelligenz. Dann passt ja beides nicht.
Rico, wir sind noch immer im Tutorial, deswegen kann ich bis jetzt noch nicht so viel dazu sagen. Würde auch die Rolle nehmen. Wenn man teleportieren kann, warum soll man dann rollen wollen? Das ist ein Argument. Ich wünschte, Leute würden in diesen Spielen auch actually Erste Hilfe beherrschen. Und dann könnte ich hier so ein grünes Ding hinpacken. Das wäre, glaube ich, ganz cool eigentlich. So ein Feuerball, Junge. Ach, guckt mal. Und der Feuerball, den könnten wir eigentlich auch setzen, theoretisch gesehen. Nur, dass wir hier kein Verbindungsstück haben können. Noch keins. Aber den Feuerball können wir eigentlich auch reinsetzen. Der geht auch. Der geht nicht. Der geht nur für Schwert oder Axt. Und das ist eine Brückenruine. Und die könnten wir zum Beispiel hier hinsetzen. Für einen besonderen Effekt. Für Zauberschaden erhöhen. Dann mache ich jetzt einen Bogendude, der Magie macht. Habe ich das jetzt richtig verstanden? I mean, yes. Warum nicht? So drüber laufen, damit ich die Sachen bekomme. Ah, und ich brauche, oh mein Gott, gerade mein Mana auf komplett. Ich bin echt gespannt, wie das in Akt 5 wird, weil ihr gesagt habt, dass es ja echt noch um einiges schwerer wird. Und bis jetzt finde ich es sehr entspannt. Bis jetzt ist es echt so ein Walkthrough, was ja völlig fein ist. Aber ich bin schon gespannt, wie ich mich anstelle, wenn es dann ein bisschen mehr Herausforderung ist quasi. Aber hübsch ist es auf jeden Fall. Ui. Aber wir sind sexy. Hoppala. Habe ich immer so eine gewisse Wahrscheinlichkeit, also so eine Chance, dass ich einen Hit dodge, der sonst landen würde? Also ich hätte das übergefeiert, wenn er einfach auf den draufgehaut hätte. Aber geflogen hier. Haha, ich bin hinter dir. Fang mich doch. Oh, das hat Cooldown. Scheiße. Und ja, du hast auf deinem Starter Gear ein bisschen Evade Chance, dass du mit geringer Chance ausweichst. Oh. Ich suchte heute noch mit bis Akt 5 durch. Stufe 2. Verbessere Attribute im Sternenbildmenü. Was war das Sternenbildmenü? Kennen wir das Sternen? Ist das das Sternenbildmenü? Z habt ihr gesagt. Okay, darf ich noch nicht. Z drücken darf ich noch nicht. Ich wollte die gerade angreifen.
Ups, schon wieder. Dieser Weg führt zum Malo Außenposten. Der vorgeschobenen Afros-Basis. Warum seid ihr hier? Was? Ihr habt Soak besiegt? Runenjägerin, nichts für ungut, aber das hättet ihr nicht tun sollen. Diese Dimps werden Rache nehmen wollen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Lowen, lass diese Runenjägerin rein. Warum? Also, warum? Angenommen, du bist da der Wache, dieser Wachmann, und dann taucht hier eine auf und die baut offensichtlich Scheiße und du weißt jetzt, dass die Rache nehmen wollen. Warum lässt du sie rein? Warum lässt du sie nicht einfach vor der Tür, wo die dann Rache nehmen können, ohne dass alle deswegen kämpfen müssen? Ich frage ja nur. Weil Sessi. Er ist halt freundlich. Freundliche Menschen sterben in solchen Spielen. So, und jetzt haben wir das Menü. Sternenbildmenü. Ah. Und jetzt kann ich hier quasi Sachen erhöhen. Geschicklichkeit, Ausweichrate, Mana und Barriere oder Rüstung und Leben. Ich will was erhöhen. Ich will nicht zurück. Ich gehe auf jeden Fall auf so eine Inselbegabung. Ach, da hätte ich auch noch was ausgeben können. Ups. Fangen wir mit den simpleren Dingen an. Was ist das? Oh mein Gott, bist du hässlich. Ach, Haustiere steht nicht für Haustier. Gut. Ich dachte, Hausierer, nicht Haustiere. Ich dachte, Haustiere, da kann man Haustiere kaufen. Aber es ist ja der Hausierer und nicht der Haustiere. Oh, ich bin dumm. Dankeschön, Nihi, für die 4 Monate. Willkommen zurück bei den Eumeln. Ach, ups. So, sprich mit Pan. Ist der Schmied Pan? Wahrscheinlich nie, oder? Nee, aber wir haben hier noch eine Einführung. Ich klicke ihn an. Ich habe ihn angeklickt. Drücke auf die Schaltfläche Verzaubern, mit der Verzauberung anzufangen. Geil, jetzt ist der Bogen magisch. Was haben wir hier? Ach, und jetzt kann ich das hier quasi zerlegen und bekomme dafür Sachen. Jawohl. Der Dude ist niedlich. Was auch immer das ist. Aber wir haben immer noch nicht Pan. Da ist Pan. Hey, you made it. I'm glad to see you. Oh, ihr habt es geschafft, nachdem ich euch zurückgelassen habe. Es freut mich, dass ihr unversehrt seid, nachdem ich euch zurückgelassen habe. Ich konnte euch nach dem Absturz nirgendwo finden, als ich euch zurückgelassen habe. Also musste ich es alleine schaffen, hierhin schaffen, als ich euch zurückgelassen habe. Ihr seid auch nicht böse auf mich, weil ich euch zurückgelassen habe. Weil ich euch alleine ließ. Da kommt's. Honestly, it was my first time firing off a ballista. I didn't expect things to... Es war wirklich das erste Mal, dass ich eine Ballista abgefeuert habe. Und damit hätte ich nicht gerechnet. Ja, das hat man gesehen. Ich hatte einfach das Beste gehofft und habe dabei ganz viele Menschen getötet. Ups. Ja, hoppala, das passiert. Da waren Dimps in der Schlucht. Entschuldigung, Leute. Das mit der Fahrstunde heute hat schon ein bisschen geschlaucht. Hab keine gesehen. Da hatte ich wohl Glück. Oh, ich habe gehört, ihr habt diesen berüchtigten Dimp namens Soak zur Strecke gebracht.
Wahrscheinlich sucht euch Wachhauptmann Pushy, deswegen schaut doch mal bei ihm vorbei. Abgrundling rufen. Nee, ich will nichts rufen. Ich will so einen coolen Schuss haben. Auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt auf K gehe, kann ich diesen coolen Schuss, den ich habe, bestimmt hier... Das ist der, oder? Feuert mehrere Pfeile über einem großen Gebiet ab. Jawohl. Aber irgendwie kriege ich diese Dinge alle nicht schön miteinander verbunden. Die sind halt alle so anders zugedreht und deswegen haben wir hier nicht unbedingt das, was ich möchte. Ich habe gerade erst angefangen in xCloud. Also, weil ein paar Leute fragen die ganze Zeit. Hallo Talazivia. Das Spiel gibt es kostenlos bei Steam, aber auch fürs Handy, sowohl für iOS als auch für Android. Wir gucken da jetzt gerade einfach gemeinsam rein. Wir haben gerade erst vor einer halben Stunde damit angefangen. Das heißt, wir haben noch nicht so viel davon gesehen. Wir sind jetzt gerade erst durchs Tutorial durch und wir werden uns auf jeden Fall auch den Ingame-Shop anschauen und uns das angucken, wie viel es da Pay-to-Win gibt. Ich habe da jetzt schon unterschiedliche Meinungen im Chat gelesen. Ein paar Leute haben gesagt, es ist übel Pay-to-Win. Es haben ein paar Leute gesagt, es ist gar nicht Pay-to-Win, sondern du bekommst halt lediglich Slots, was wohl für dieses Genre an, also Inventory-Slots, was für dieses Genre an Spielen nichts Ungewöhnliches ist, gerade wenn das Spiel kostenlos ist. Ich kann euch auf das bis jetzt noch keine Antwort geben, weil wir gerade erst angefangen haben. Ich werde es mir aber auf jeden Fall anschauen und euch eine Review dazu geben, sobald wir es gefunden haben. Ich habe es aber noch nicht gefunden. Dafür habe ich jetzt mein Lager gefunden. Ja, es ist ein Placement. Bringt mir das, dass ich mir diesen Helm dann anziehe, den ich da habe? Also ich habe halt jetzt keinen Helm an. Aber würde ich... Kann ich den Helm auf unsichtbar schalten, damit man meine hübschen Haare noch sieht? Woher sehe ich den Unterschied? Also es ist Rüstung 11, sehe ich gerade. Es gibt Stärke 7. Ist das einfach etwas, eine so Verbesserung, die ich von Anfang an einfach bekomme? Weil ich die Dings gemacht habe. Links im Inventar das Helmsymbol. Ah, geil, dann sieht man meine Haare noch. Nice, dankeschön für den Hinweis. Helm oder Haare, Pia Safe Haare. Ja, wer braucht einen... Also erstmal spannende Schreibweise für Haare, die du da hast, kann es. Aber wer zur Hölle braucht denn auch einen sicheren Kopf, wenn man alternativ auch einfach schöne lange Haare haben kann? Und jetzt könnte ich eigentlich hier die Sachen zerlegen lassen, ne? Weil die Scheiße brauche ich ja jetzt nicht mehr. Und bekomme dafür neue coole Gegenstände. Perfekt. Dann habe ich da hinten, ja, ich habe da oben noch eine Minimap auf jeden Fall. Aber ich wollte das halt Stück... Ah, Poshi, da ist er. The Sandwalker was attacked again? Those damn dimps. They've been causing nothing but trouble recently. Der Sandgeier wurde wieder angegriffen. Diese verdammten Dimps. In letzter Zeit machen die nur Ärger. Ich bin sie einfach leid. Wenn das so weitergeht, werden wir bald keine Sandgeierdienste mehr anbieten können. Moment, habt ihr das gehört? Kämpfen, 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 kämpfen. Ah, das ist... Kämpfen, 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 kämpfen. Die Wüstenräuber kommen, alle zu den Waffen, schnell. Ja, kämpfen, 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 kämpfen. Pierce geht nicht auf Intelligenz, ihr braucht keinen Kopfschutz. Wenn ich genug Punkte woanders reinschiebe, bin ich wie so ein kleines Huhn. Dann schaffe ich es wahrscheinlich auch geköpft weiterzulaufen und noch ein bisschen zu existieren. Wie ich mir dachte, ihr sagt, ihr habt Soak ausgeschaltet, oder? Dann seid ihr mit Schuld an diesem Chaos.
Go talk to Lance on the second floor. Wenn ihr nicht wisst, was ich meine, dann geht zu Lance im Obergeschoss, er erklärt es euch. Was schaut er denn so blöd? Es geht gerade erst los. Reißt euch zusammen. Ich finde es total nett, dass ich hier erstmal beleidigt werde. Aber... Gib mir Sachen. Ach, ich gehe da lang, quasi. Jawohl. Das tut mir so leid für dich. Oh, you must be the hunter Captain Posse was talking about. Oh, ihr müsst die Jägerin sein, von der Hauptmann Posse sprach. Ich bin Lance, Vizehauptmann der Afros-Wache. Das Glockengeläut warnt vor einem Angriff der Wüstenräuber. Die Wüstenräuber sind berüchtigt dafür, Reisende im Ödland von Afros zu überfallen. Das ist der einzige Weg nach Bellatos ist. Sie stehen in Konkurrenz zu den Dimps, die im Ödland heimisch sind. Die beiden Gruppen kämpfen um die Vorherrschaft am Malo-Außenposten. Aber jetzt, da der große Dimp-Krieger Soak weg ist, nutzen sie die Gelegenheit zu einem Erstschlag. Könnt ihr uns helfen, die Wüstenräuber aufzuhalten? Nö. Nee, ich würde euch alternativ einfach sterben lassen. Ich denke, das ist nachvollziehbar. Das sind aber keine Dimps. Oh mein Gott. Ah, Spinnen. Nein, Spinnen. Nein, das sind keine Spinnen. Das hat nur vier Beine, aber es ist richtig widerlich. Was ist das? Alleine drüber zu laufen, ist schon unangenehm. Oh Gott, da ist ein großes... Ich pull immer mehr. Ich pull immer mehr. Oh mein Gott. Ich pull immer mehr. Oh Gott, ist das widerlich. Oh mein Gott. Die sind richtig ekelhaft animiert. Oh mein Gott. Oh, das stresst. Oh, das stresst. Richtig widerlich. Können wir nicht? Oh nein. Nein. Da oben sind noch mehr. Oh Gott, das ist richtig. Das ist richtig unangenehm animiert. Alter. Ach, das ist richtig widerlich. Ich habe eine Spinnenphobie. Das ist diese Viecher triggern des Todes. Und das, obwohl sie halt nur also vier Beine haben. Fledermäuse sind okay. Oder was auch immer das ist. Hui. Ah, ich kann auch einfach ziehen. Ich muss gar nicht drücken. Gibt's die auch als Pet? Frage für einen Freund. Du findest das süß? Du würdest das als Pet mitnehmen? Boah, nee. Ich werde einfach so viel verrecken. Gott, diese Scheißviecher. Ihr seid so hässlich. Ihr seid so hässlich. Oh mein Gott, wenn das dann so viele werden. Oh mein Gott, wenn das dann so viele werden. Oh, ist das unangenehm. Nein. Ich brauche ganz dringend so eine Haarspray-Dose. Okay, hier ist alles tot. Aber die Töpfe kann man hier noch zerschlagen und damit Geld sammeln.
Mir gruselt schon beim Zusehen, die sind richtig widerlich, ne? Ich finde die auch richtig ekelhaft. Nein, 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 nein. 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 Niemand mag dich. Mein Stresslevel. Mein Stresslevel ist gerade so hoch. Ihr habt gar keine Ahnung, wie hoch. Wir brauchen für sowas ein fucking. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die sind so kackschnell. Ich habe so einen Puls gerade. Ich habe so einen. Kommen die jetzt aus dem Boden? Oh mein Gott, ich dachte, es wäre eine Spinne. Nein, was ist das? Ist das eine Spinne? Nein, es ist irgendwas anderes Ekelhaftes. Oh Gott. Warum kriecht das alles? Flattermäuse sind gut. Flattermäuse sind gut. Es hat alles immer mehr Beine. Ja, es ist nie schön. Nee, ich will keine. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich will keine Einstellung haben, die die Spinnen wegmacht. Mir hat meine, oh mein Gott, Therapeutin immer gesagt, stell dich deinen Ängsten. Desto öfter du Spinnen in Computerspielen tötest, desto weniger Angst machen sie dir. Wir sind gerade noch bei dem Prozess des Tötens. Weniger Angst haben wir noch nicht erreicht. Aber ich vertraue ihr grundsätzlich. Wenn sie sagt, dass das funktioniert, dann... Wird das schon funktionieren? Irgendwann. Alter, ich habe meine Schultern so krass hochgezogen, weil ich so angespannt war, dass alles gerade wehtut. Stell dir vor, der hat das auf den Nahkampf geskillt. Ich glaube, dann hätte ich jetzt wieder geswitcht at this point. Aber wir haben einen Wegpunkt, das ist ja schon mal was Gutes. Ich habe eine Hausspinne, die kümmert sich sehr gut um die Fliegen und Mücken bei mir. Ich finde Spinnen ja echt toll. Also es ist echt gut, dass es sie gibt. Aber halt gerne woanders. Also sie müssen ja nicht bei mir sein. Sie können ja woanders sein. Ich würde sie... Oh mein Gott, nein. Nein, 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 nein. Nein. Nein, geh weg, 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 geh weg. Woher kommt deine Abneigung gegen diese Tierchen? Ich habe einfach eine Phobie. Ich habe nicht mal eine Abneigung gegen sie. Ich habe sogar, oh mein Gott, der kann auch das, was ich kann.
Ich habe sogar ein Spinnentattoo, actually. Wegen meiner Phobie. Und weil ich ein großer Fan von der Philosophie darin bin. Weil ich ein großer Fan von der Philosophie bin, dass man sich den Dingen halt quasi stellt, vor denen man Angst hat. Aber ich habe trotzdem Angst davor. Jawohl. Gib es mir. Runenverbesserung. Okay, das heißt, ich kann jetzt die Runen, die wir nutzen, um Sachen zu bauen, kann ich jetzt auch noch verbessern. Gut. Ich wollte einmal noch gucken. Genau, ich habe jetzt diesen Flächenschuss. Aber das Problem mit dem Flächenschuss ist halt, ich krieg den halt auch nirgendwo gesetzt, ne? Ach, ich hab den hier schon mal. Es ist quasi das gleiche nochmal. I see. Deswegen kann ich den nicht nochmal setzen. Den Feuerball haben wir auch schon. Den Schnellschuss haben wir noch nicht drinnen. Doch, haben wir. Den Flächenschuss haben wir noch nicht drinnen. Aber den haben wir jetzt mit. So. Keine neue Post. Aber ich glaube, ich kann mit dem Dude da oben nochmal reden. Ein Brief, den Alto in der Hand hatte. Lasst mich mal sehen. In diesem Brief steht, dass die Wüstenräuber vorhaben, in Belden einen geheimen Handel abzuschließen. Einzelheiten sind darin nicht genannt, aber dieser Handel soll auf dem Dämmerungshügel stattfinden. Wie es aussieht, soll aller Voraussicht nach ein wichtiges Mitglied der Wüstenräuber vor Ort sein. Runenjägerin besiegt die Wüstenräuber am Dämmerungshügel und findet heraus, was sie planen. Ah, da sehe ich quasi Erfolge, die ich kriege, wenn ich unterschiedliche Sachen gemacht habe. Das ist cool. Das heißt, man kriegt hier, dann gibt es hier Beherrschung. Mit Alchemie ist das. Ah, da kann man auch noch weiter. Alter, es gibt so viele Sachen, die man verbessern kann. Holy shit. It's the grind. Aber das ist halt alles das etwas, was wir jetzt am Anfang so noch gar nicht so dringend brauchen. Runenjägerin, wie ich hörte, wollt ihr Richtung Dämmerungshügel aufbrechen. Könnt ihr mir auf den Weg einen Gefallen tun? Nö. Die ständigen Überfälle durch die Wüstenräuber verhindern, dass die Afros-Wachen ausreichend Vorräte beschaffen können. Die Wüstenhügel wurden vor nicht allzu langer Zeit auch geplündert. Aber vielleicht wurden ein paar Vorräte übersehen. Würdet ihr in den Wüstenhügeln nach Vorräten suchen? Jeder Krummen wäre uns schon eine Hilfe. Jawohl. Hallo Gaming-Eisvogel. Moment, ich bin gleich bei euch. Ich habe da unten noch ein Rufzeichen. Kann ich da mehr als eine Quest vielleicht schon mitnehmen? Ach nee. Da sagt mir wahrscheinlich, dass ich hier bin, aber ich muss hier hin. Als ob Plünderer nicht gründlich wären. True. Ach, aber da waren wir doch schon. Ehrlich, ihr seid so widerlich.
Ihr seid so dermaßen ekelhaft. Müsste ich mir nicht hier... Also... Er sagt mir halt, hier gibt's einen Wegpunkt. Ah, ich habe hier noch mal eine Beholung. Hier unten. Dämmerung über Stufe 4. Kann ich da nicht hinreisen? Muss ich quasi den Weg erstmal gehen, damit ich dann hinreisen kann? Hallo Vampire Silence. Die freundlichen Spinnen aus der Nachbarwüste, die sind nicht freundlich. Also müssen wir quasi hier zurück, damit wir dann über hier erst da runterkommen. Das heißt, es bleibt mir nichts anderes übrig, als jetzt in dem Gebiet danach zu suchen, wo ich dann letztendlich hin muss. Oh mein Gott, okay, das sind keine Spinnen. Alles gut. Alles gut. Alles halb so wild. Ich treffe nur nicht. Es gibt nur eine freundliche Spinne aus der Nachbarschaft und das ist Spider-Man. Ich weiß nicht, ob ich mich damit anfreunden kann. Hast du so viel Spinnenphobie? Ich habe ganz viel Schlimmenphobie. Ganz viel Spinnenphobie. Ich habe vor allem in letzter Zeit kaum Spiele mit Spinnen gespielt. Deswegen ist es gerade wieder schlimmer. Und die Dinger sind halt so ekelhaft animiert, was ja für das Spiel spricht. Also, die sehen ja echt widerlich aus. Und ist ja gut so, die sollen ja widerlich aussehen. Aber durch die Art und Weise, wie sie animiert sind, triggert bei mir mega die Arachnophobie. Das beruhigt sich auch wieder, wenn ich erstmal genug von denen getötet habe. Aber ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Ich finde Facehugger aus Alien widerlich. Aber ich finde Facehugger aus Alien aus ganz anderen Gründen widerlich als Spinnen. Die sind nochmal viel, viel schlimmer als Spinnen, weil die actually wirklich gefährlich sind. In welcher Logik sollte ich den Facehugger weniger schlimm finden als Spinnen? Aber dieser Ekel, dieser Phobie triggert nicht so krass. Trotzdem würde ich im echten Leben anders auf den Facehugger reagieren als auf eine Spinne. So. Der ist jetzt besser. Nee, der ist nicht besser als meiner. Der ist da zwar Stufe 3, aber dadurch, dass mein Bogen verzaubert ist, hat mein Bogen halt trotzdem mehr Angriffsschaden. Die Frage, die sich mir halt stellt, ist, kann ich die Verzauberung von meinem Stufe 1 Bogen lösen, damit ich dann meinen Stufe 2 Bogen verzaubern kann? Oh, 5 Meter Feldweg, das ist widerlich. Wollen wir uns nicht vorstellen, wie das ist, wenn Spinnen so groß sind wie Autos, bitte? Hallo Spider-Warrior. Du kannst Verzauberungen ändern, ansonsten nein. Also in erster Linie sind das richtig schicke Schuhe. Aber ich glaube nicht, dass du mit solchen Absätzen eine erhöhte Ausweichrate bekommst. Bei aller Liebe. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Oh mein Gott! Da schaut man ganz kurz auf den Chat und das Grauen.
Du kannst aber zur Not eine Spinne mit aufspießen. Aber danach muss ich die Schuhe verbrennen. Phobien sind schon seltsam lustig, wenn man nicht betroffen ist. Das ist wahr. Ich habe einen Bekannten, der hat eine Lochphobie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, eine Lochphobie. Also, der findet so Löcher. Dunkle Löcher findet er richtig schlimm. Er hat zum Beispiel mit so Korallen, die aussehen wie Schwämme und so ganz viele Löcher, die so ganz viele Löcher haben, das findet er richtig unangenehm. Habe ich davor auch noch nie gehört. Da habe ich zuerst, als er gesagt hat, dass er eine Lochphobie hat, habe ich zuerst auch gedacht, the fuck, also der verarscht mich doch jetzt, aber es gibt tatsächlich, das gibt es als offiziellen Term, Lochphobien. Ui, die haben so ein Schutzschild. Krass. Kankra war schon echt krass, ja. Kankra war schon für sich unangenehm schlimm. Ja, lieber nicht Triophobie googeln. Ist das für die Lochphobie? Dankeschön, Grand Versu, für die 3 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Dankeschön. Ich wünschte, ich hätte keine Spinnenphobie. Ich finde, Spinnenphobie haben ist übel unpraktisch, weil du halt mit Spinnen zwangsweise doch recht oft in deinem Leben konfrontiert wirst. Und das halt mega mühsam ist, wenn Spinnen bei dir immer Stress auslösen. Ich wünschte, ich hätte keine Spinnenphobie. Dankeschön, Grand Versu, auf jeden Fall nochmal. Welche Phobie ist denn praktisch? Naja, praktisch ist keine. Aber wenn du zum Beispiel tiefes Wasser unangenehm findest oder Angst vor Ratten hast, dann ist die Häufigkeit der Konfrontation mit dieser Phobie einfach ein bisschen geringer. Für mich ist es halt, sobald ich in die Natur gehe, schaue ich einfach, sobald ich in der Natur draußen bin, durchgehend am Scannen von meiner Umgebung, weil ich so viel Angst habe, dass ich im Wald, auf einer Wiese, auf der Ranch, in meiner Wohnung, irgendwo irgendwie in ein Spinnennetz reinlaufe oder in irgendeiner Ecke eine Spinne ist. Bei jedem Raum, in den ich reingehe, scanne ich auch irgendwie passiv quasi die Wände und die Decken mit, damit ich sehe, wo Spinnen sind. Oh mein Gott, ich habe gerade aus Versehen meine Ausrüstung gewechselt. Cool, da kann ich Ausrüstung wechseln. Und das finde ich übel mühsam und übel anstrengend. Boah, Wespenphobie finde ich noch schlimmer als Spinnenphobie. Weil Spinnen weißt du dann zumindest, okay, die sitzt da oben in der Ecke. Aber Wespen sind so bzzz. Eine Handstreamerin hat eine Knopfphobie und als sie gemerkt hatte, dass der Griff ihrer Pistole eine runde Kupferbeschichtung Beschläge hatte, konnte sie die Waffe nicht mehr anschauen. Alter, ist das scheiße. Oh, ist das scheiße. Wisst ihr, wie groß so Gartenspinnen in Deutschland sind? Die sind fucking huge. Talvaros, es tut mir leid. Bei einem Schaumstoffhersteller könnte ich nicht arbeiten. Aber bei meinem Bett ist das kein Problem, weil der Schaumstoff eingepackt ist. Wie beziehst du dein Bett, wenn ich fragen darf? Du bist ja zwangsweise immer damit konfrontiert, wenn du dein Bett beziehen möchtest, oder? Oh Gott, der Große ist ekelhaft.
mit Augen zu. Aber es geht ja beim Schaumstoff auch um das Gefühl, das in der Hand zu haben, oder? Und du musst dein Bett ja berühren, um es neu zu beziehen. Oder gibt es da eine Technik, die ich mir noch irgendwo abschauen kann? Hauswinkelspinnen sind so scary, ey. Hallöchen, Deathman. Ich hatte wegen einer Gartenspinne einen Nervenzusammenbruch. Ich kann so relaten. Das Gold wollen wir noch haben. Ist nur beim nacktem Schaumstoff. Die Matratze ist ja auch noch eingepackt und ich bin ein Mann. So oft wird nicht gewechselt. Du hast dein Leben noch völlig unter Kontrolle, solange du dich nicht dazu entscheidest, statt Wäsche zu waschen, den Duftspray zu benutzen, um einmal das Bett abzusprayen, weil es zu stark nach Hund riecht. Nicht, dass ich sowas jemals gemacht hätte. Das wäre ja widerlich. Er würde sowas tun. Duftspray regelt alles. Haha, nur keine Spinnen. Nein, nein, nicht noch mehr. Nein, niemand mag euch. Niemand mag euch. Es ist voll gemütlich, so hier rumzulaufen, nebenbei mit euch zu quatschen und einfach Sachen zu töten. Wobei der hier, oh mein Gott, ein bisschen unangenehmer ist. Ah, jetzt habe ich das erste Mal richtig schön hart Schaden gezogen. Und actually war das auch Gift, ne? Sind das überhaupt Spinnen, wenn die nur vier Beine haben? Nee. Es gibt auch Spinnen, das sind Sandläufer, aber die Animation, wie sie gehen, erinnert mich und der Körperbau erinnert mich massiv an Spinnen. Deswegen finde ich es unangenehm. Wie geil findest du das, dass es in Berlin weniger Zecken gibt, die an den Beinen hängen bleiben als in Österreich? Oh mein Gott. Vor allem als in Österreich, ich bin ja Steirerin, gebürtige Steirerin, eine Steirermädel. Und die Steiermark ist ein Zeckenhochrisikogebiet für ganz Europa. Also wenn du quasi Zeckenrisiko in Europa googelst, dann wirst du sehen, dass große Teile von Österreich als Hochrisikogebiet für Zecken und FSME war das Wort, das ich gesucht habe. Oh mein Gott, verpissen Sie sich. Da ist noch die Große, ne? Oh, die ist so schnell. Krebse stören mich nicht, nee. Skorpione stören mich auch nicht. Und das Schöne ist, dass quasi innerhalb der Steiermark, die ein Hochrisiko-Zeckengebiet ist, war der Ort, in dem ich gewohnt habe, ein Hochrisikogebiet im Hochrisikogebiet. Kein Witz. Das heißt, das lief in etwa so ab. Es gibt für Hunde... Oh mein Gott, große Dinger. Ich dachte gerade kurz, das wäre eine Riesenspinne. Aber alles gut, das sind Flattermänner. Es gibt so ein Zeug, das heißt Bravecto. Das kannst du deinen Hunden geben. Das ist so ein Mittel, je nachdem, was du für eine Variante nimmst.
hält das zwischen einem oder ich glaube 3 Monaten und 6 Monaten und es tötet alle Ungeziefer, die sich vom Blut deiner Hunde ernähren. Aber steht halt auch in der Kritik, weil es ist halt ein krasses Medikament. Und viele sind so, ja, Hundebesitzer machen das, die zu faul sind, Zecken zu entfernen. Ich war bei meiner Tierärztin und wollte meinen Hund ein Bravecto holen. Und die war zuerst auch so, ja, sind Sie sich sicher, dass Sie das brauchen? Ne? Weil es halt schon ein härteres Medikament. Da gibt es auch andere Möglichkeiten. Und dann habe ich ihr meine Adresse genannt. Und als ich ihr meine Adresse genannt habe, weil ich halt außerhalb der Stadt gewohnt habe, quasi in der Steiermark, war sie so, okay, ja, nee, auf jeden Fall. Meine Hunde haben beim ersten Spaziergang im Wald um das Haus herum, in dem ich gewohnt habe, hatten meine Hunde über 40 Zecken im Fell. Pro Hund. Das ist kein Witz. Wir haben sie gezählt. Die eine 42 und die andere 46. Die hatten sich noch nicht alle verbissen, aber sie waren im Fell. Das ist insane, was da im Sommer teilweise abgeht. Also das ist wirklich insane. Und wenn ich jetzt überlege, im letzten Sommer hatten meine Hunde über den gesamten Sommer hinweg, was, 3 Zecken? Beide gemeinsam. Also schon. Dann mag ich ja kaum rumlaufen. Das Problem ist, die sind halt genau auf der richtigen Höhe, ne? Weil die halt so auf 60 cm bis 1,10 Meter Höhe, also Höhe, sitzen die halt auf Blättern und in Sträuchern und lassen sich halt so auf ihre Beute runterfallen. Und Hunde haben, oder meine Hunde haben halt genau die richtige Höhe dafür, dass sich halt Zecken denken, oh ja, geil, fressen. Was macht ihr da in Österreich? Züchtet ihr die? Ja, die Brutmutter. Ja, sorry. Ne, das Brutmuttergehen ist ausgeschlagen. Ich wollte das auch gar nicht. Ach, hier oben ist so ein Speicherpunkt, den wir gerade wieder gefunden haben. Geil. Geil. Und dann gehen wir zurück zum Malo-Außenposten und geben ab. Habe in meinem ganzen Leben erst 1, 2 Zecken hier um FFM. Was ist FFM? Frankfurt? Am Main, oder? Nee, aber das wäre dann auch nicht... Doch, Frankfurt am Main könnte das sein, oder? FFM? Ah, perfekt. Und ist immer diese gut? Ich kann es dir noch nicht sagen. Bis jetzt finde ich es sehr entspannt und sehr, sehr cool. Wir haben aber den Ingame-Shopper noch nicht gefunden. Ich kann den noch nicht bewerten. Sonst macht es sehr viel Spaß. Danke euch. Die Vorräte, die ihr gebracht habt, werden vielen unserer Leute hier helfen. So, wir bekommen hier wieder Angriff Nahkampf, Frostball oder das ist auch Nahkampf. Das können wir beides nicht nutzen. Wobei es wahrscheinlich Sinn machen würde, als zweite Waffe, als Handling eine Nahkampfwaffe mit reinzunehmen, oder? Aber Zecken lassen sich nicht fallen. Die sitzen in Gräsern oder anderen kurzwachsenden Gewächsen. Ja, die sitzen in Gräsern und anderen kurzwachsenden Gewächsen und lassen sich dann von diese Blätter auf ihre Opfer fallen. So war das gemeint. Dankeschön, Wando, für die 19 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Vom Spiel gezeigt kriegst du den nicht. Oben rechts der Diamant, der bringt dich zum Ingame-Shop. Das heißt, das Spiel selber zeigt den Ingame-Shop nicht. Das finde ich positiv. Das finde ich sehr, sehr positiv. Hallo Peachy. Noch ein Geschöß. Noch ein Geschöß. Nee, nee, also dass sie auf Bäumen nicht drauf sind, das weiß ich. Ich weiß, dass Bäume zu hoch sind dafür. Das weiß ich. Aber ekelhaft sind sie trotzdem. Ich frage mich halt, wenn ich das jetzt hier hinsetze und das hier hinsetze, aber die können sich nicht verbinden miteinander.
Das heißt, ich brauche immer so eine Brückenrune. Mit wie viel kann sich die denn verbinden mit wie vielen Dingen? Weil irgendwie schafft sie es ja nicht, sich mit allen zu verbinden. Mit dem Teleportieren verbindet sie sich aus irgendeinem Grund nicht. Und ich habe noch nicht so richtig verstanden, warum nicht. Weil sie ja vom Blauen her ja eigentlich auch in die richtige Richtung gedreht ist, oder? Ah, mit allen, die gleichen Tags haben. Das heißt, Zauberwirkungsbereich, Schlag, Feuer, Geschoss. Zauber, aber das hat auch Zauber. Und das Beste ist ja, dass jede Zecke, die du nicht tötest, zu 200 bis 300 Kinder macht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber das sind auch einfach so Dinge, die muss ich nicht wissen in meinem Leben. Was kann ich jetzt hier kaufen? Das ist jetzt die große Frage. Das ist das, was wir sehen wollen. Du kannst so Steine kaufen. Ich weiß aber nicht, was die tun bis jetzt. Du kannst dir Runen kaufen. Ich weiß aber auch nicht, was die tun bis jetzt. Zudem wurde ich bis jetzt nicht gebracht. Ich weiß leider immer noch nicht, was diese Dinge tun. Ändert zufällig die Anzahl der verknüpften Plätze. Okay, damit kannst du sowas ändern. Das bekommt man nur via Geld. Und das bekommt man über Spielen oder via Geld. Ja, dann müssen wir gucken, wie viel man da theoretisch gesehen spielen muss für. We'll see. Das einzige Gute deinem Shop ist unter Comfortable Stashes. Das bedeutet... Die Dinger hier quasi. Habe ich das verstanden? Das sind diese Lager. Lasst mich gucken. Also, mich kostet, wenn ich mir jetzt hier, sag ich mal, diese Materialienlager holen würde wollen, allgemeines Lager entwickeln, 1700 sind 1400, oder machen wir es anders, 1, 2, 3, 4, 5 sind es, 5 mal 7 ist 35, habe ich es richtig im Kopf, das heißt 3500, 4100, das bedeutet, 4100 Diamanten bräuchten wir, um uns alle Laden zu holen. 4100 Diamanten wären 109 Euro. Das ist viel. Wenn ich jetzt gerade richtig gerechnet habe. Habe ich mich gerade verrechnet? Das ist sehr viel. Das ist wirklich, wirklich sehr viel. Ich bin grundsätzlich niemand, der sich über Ingame-Stores beschwert. Auf gar keinen Fall, weil ich selber auch Geld für Spiele ausgebe. Aber man muss an dieser Stelle trotzdem einmal sagen, dass das viel ist. Du hast die drei extra Normal-Stashes mit drin, die braucht man nicht. Wenn du die weglässt, sind das 89 Euro. Er ist trotzdem viel. Ist trotzdem viel. Muss man einfach ehrlich sagen. Also ich will, was das angeht, ich will das nicht verharmlosen. Ich will das nicht relativieren. Ich kann nicht beurteilen, at this point, wie dringend du die brauchst, wenn du da lange spielst. Das weiß ich nicht. Dafür haben wir noch nicht lange genug gespielt. Aber das solltet ihr auf jeden Fall im Blick haben, dass es diesen Store gibt und diese Möglichkeit gibt. Und dass es echt viel Geld. Das ist alles. Es kommt wirklich drauf an. So. Deswegen, ich möchte es einfach einmal ehrlich gesagt haben, das ist mir super wichtig. Ich habe schon ganz andere Summen in Spiele gepumpt und habe das nicht bereut. Aber es ist, finde ich, trotzdem wichtig, dass man es ehrlich kommuniziert, dass es diese Möglichkeit hier gibt. Wow, Motte Juhl. So, wo muss ich hin?
Dämmerungshügel. Hier hin. Ey, du bist nie wieder. Ehrlich, ich verstehe es. Ich würde auch keine Zecken googeln wollen. Wir haben in... Österreich, in Wien, haben wir das Haus des Meeres. Und da habe ich mich das erste Mal so richtig erschrocken. Die haben nämlich so ein Geländer, das von innen ausgehöhlt ist, aus Glas. Und in diesem Geländer ist eine Ameisenstraße, weil die so quasi so eine riesige Ameisenfarm haben, die über mehrere Terrarien geht. Und die sind halt miteinander verbunden über dieses Geländer. Und wenn du das halt nicht weißt, dann fasst du halt auf das drauf und merkst dann erst, dass sich darunter alles bewegt. Oh, ich habe vergessen, was zu machen. Ich habe hier einen neuen Zauber, den ich noch einsetzen muss. Dankeschön, Klugherze, für die 8 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Alter, Alter. Okay, die sind jetzt ein bisschen unangenehmer, als sie waren. Das ist aber cool, wenn man sich nicht gerade von Insekten ekelt. Ja, auf jeden Fall. Wenn man sich nicht gerade von Insekten ekelt, ja. Es kommt darauf an, wie viel Zeit ich in ein Spiel investiere, ob ich bereit bin, Geld in einem Shop zu lassen. Als ich aktiv GW 2 gespielt habe, habe ich mir so alle 2 Monate Games gekauft. Dachte, wenn ich WoW aktiv zocke, habe ich auch ein Abo. Das war quasi mein GW 2 Abo. Fühle. Fühle. Deswegen. Also ich möchte es auf gar keinen Fall schämen. Ich verstehe auch total, dass, oder anders gesagt, ich kann es völlig nachvollziehen, dass ein Spiel, das kostenlos ist, auch einen In-Game-Shop hat. Weil die Spieleentwickler natürlich auch irgendwie sich finanzieren müssen für das, was sie da machen. Und ich denke, es ist immer eine Frage des Maßes und ich verstehe auch komplett, dass es da unterschiedliche Präferenzen gibt, ob man einen Vollpreistitel haben möchte oder ein freies, also ein kostenloses Spiel, das sich mit Ingame-Shop und so weiter finanziert. Mir ist es einfach nur wichtig, das halt einmal ehrlich zu kommunizieren, wenn ich ein Placement mit einem Spiel habe, dann gehört das für mich dazu, dass ich mir das anschaue und das auch einfach anspreche, dass wenn es einen In-Game-Shop gibt, oh mein Goodness, Goodness. Waren das diese Blattschneider-Ameisen? Kann den Grusel davor verstehen, aber wie diese Ameisen einen Pilz züchten, um von ihm zu leben und ihre Eier dort zu legen, ist faszinierend. Also vor Ameisen habe ich keinen Grusel. Ich weiß aber auch nicht mehr, ob es Blattschneiderameisen waren, um ehrlich zu sein. Hallo Titi. Ich schon, krabbeln mag ich ganz und gar nicht. Nee, krabbeln finde ich okay. Krabbeln ist okay, solange es nicht 8 Beine oder mehr hat. Oder so aussieht, als hätte es 8 Beine oder mehr. Die Sandläufer sehen halt auch aus, als hätten sie 8 Beine oder mehr. Das stresst mich ungemein.
Kann ich mich mit meinem Eisball selber treffen? Nee. Das wäre noch sehr lustig gewesen. Ach du heilige Scheiße. Oh, jetzt habe ich Speed. Ah, nein, 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 nein. 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 Mehr drinnen. Wir haben einen Wegpunkt, das ist schon mal gut. Ich war schon gesprungen. Jawohl. Wenn zwei Sandläufer ineinander laufen, haben die acht Beinchen. Ja, wahrscheinlich ist es das. Ich vermute wirklich, dass es daran liegt. Ich glaube, wenn ich den Sandläufer alleine sehen würde, würde er mich auch nicht so stressen. Babys haben weniger als acht Beine und krabbeln. Ja, aber vor Babys habe ich aus anderen Gründen Angst. Da hat es nichts mit den Beinen zu tun. Dankeschön, Rina, für die acht Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Brudi. Ich habe mir einen Teil angeguckt von Amorants Pferdestream, ja. Ich habe auf jeden Fall kurz reingeschaut dazwischen und ich fand es so schön zu sehen, wie viel Ruhe für sie die Pferde auch bedeuten. Oder zumindest meine ich, dass ein ähnliches Gefühl erblickt zu haben, das ich selber auch habe, wenn ich beim Pferd bin. Fand es sehr schön. Spinnen sind am weitesten vom Kindchenschimmer entfernt. Viele kleine schwarze Augen, zu viele Beine, Behaarung und zu viele Horrorfilme. Behaarung habe ich auch. Ich weiß nicht, was die Behaarung jetzt dafür kann. Also, meine Behaarung macht mich nie gruselig. Bei Babys habe ich nur Angst, dass wir sie kaputt zu machen. Nee, bei Babys habe ich Angst vor Verantwortung. Ich bin doch nicht mal ein fucking reasonable erwachsener Mensch für mich selber. Wie soll ich dann einer für jemanden anderen sein? Ui. Pferde sind sowieso die beruhigendsten Tiere, die es gibt. Aber selber zwei, und das ist das Schönste, was es gibt, mit beiden zu arbeiten. Es gibt sogar eine Studie dazu, dass der verlangsamte Herzschlag von Pferden, wenn du mit ihnen kuschelst, bei Menschen tatsächlich dazu führen, dass du entspannst. So wie beim Schnurren von Katzen. Du wirst erwachsen für deine Angestellten. Sie haben mir zu meinem Geburtstag einen Süßigkeiten-Greifautomaten geschenkt. Ich weiß nicht, ob du als erwachsen von deinen Mitarbeitern wahrgenommen wirst, wenn sie dir das zu deinem Geburtstag schenken. Was mich nicht stört. Oh, du bist ein großes Kerlchen. Aber du stirbst trotzdem sehr schnell. Ich möchte halt unbedingt so einen richtigen Bossfight heute noch haben. Also, oh Gott.
Bis jetzt haben wir ja nur Mobs quasi gehabt. Wobei man auch merkt, dass die jetzt schon ordentlich anziehen im Verhältnis zu vorher. Aber ich würde halt super gern so einen richtigen Bossfight noch haben. Lasst mich mal... Kann ich? Ja, ich kann die Tastenkürzel umstellen. Ach, so ein Krakenautomaten wie diese Plüschdiamek-Dinge, mit Süßigkeiten, genau, und den kleinen. Aber mit der gleichen nervigen Musik und Lichtern. Der ist circa so groß. Der kommt auf jeden Fall ins Büro. Es ist übel geil, ich habe mich nie beschwert. Ich habe lediglich gesagt, dass ich nicht weiß, ob deine Angestellten dich für erwachsen halten, wenn sie wissen, dass du sowas geil findest und sie dir sowas zu deinem Geburtstag schenken. Das war die einzige Aussage dahinter. Ist krass, dass die jetzt auch teilweise schon Dinge dodgen, wie... Viecherze. Hätte mich über sowas gefreut. Ich habe mich übel darüber gefreut. Interessant, seit ich als Kind gesehen habe, wie ein Pferd den Hofhund treten wollte und dabei das Tor einer Box durchgetreten hat, stressen mich die. Was soll ich dir sagen? Ich war wegen dem Pferd in der Notaufnahme. Noch viel mehr. Oh Gott, nein! Nein! Nein, 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 nein. Wegen meinem Pflegepferd. Okay, das kriegen wir nicht weggemacht. Dann gehen wir jetzt darunter. Das sieht aus wie ein Bossfight. Lieber wegen dem Pferd in der Notaufnahme als wegen der Spinne. Ja. Andere Chefs bekommen halt einen Kacke-Igel auf den Tisch. Das ist schon mal ein Gewinn, etwas Positives geschenkt zu bekommen. Egal ob kindisch oder nicht. Also wie gesagt, nochmal an der Stelle. Ich fand das Geschenk absolut großartig. Ich habe mich mega drüber gefreut. Es gibt für mich hier kein Aber bei. Ich wollte lediglich erzählen, was ich geschenkt bekommen habe. Hallo, Richards. So, you want us to be the bait for this great mission of yours. That right? The Archbishop desires partnership, not individual sacrifices. We are inviting you to join our cause. That's a typical excuse to expect out of management. Easier for them to stab us in the back. Sir Morris, we are fully aware of your concerns. That is why we promise to award you with the title of a bishop, regardless of the success of this mission. Wow, such generosity. Not too sure about your work ethics, but I can tell that you're a real crowd pleaser. What are you implying? Wait, hold on a minute. I think we have a rat amongst us. Who could be peeping at our meeting so attentively? Ha! Also, damit du so einen langen, dürren Hals bekommst, wie so eine Giraffe, und so einen Kopf, der eins zu eins in deinem Hals übergeht, musst du einfach von klein auf trainieren. Du musst einfach von klein auf alles verzichten, was das wegmachen könnte in deinem Leben. Ach, du heilige Mutter. Ach, du heilige Mutter. Aber so viel Schaden macht er gar nicht.
Der sieht schlimmer aus, als er ist. Aber es ist auch der erste Boss, den wir haben. Ich bin auch nicht traurig, dass er schlimmer aussieht, als er ist. Ich bin halt krass, was soll ich sagen? Der war richtig schlimm. Der war richtig, richtig, richtig schwer. Ich bin einfach nur übel gut. Nutze eine Rückkehrrolle oder einen Wegpunkt, um nach Mayo Außenposten zurückzugelangen. Kommen wir hier gar nicht weiter jetzt? Nee, es wäre wahrscheinlich zu einfach, wenn wir jetzt schon rausfinden würden, wer der Priester ist. Wir sind die Maschine, dankeschön. Dankeschön, genau das wollte ich hören. Genau das wollte ich hören. Aber in erster Linie brauche ich einen Teleportationsstein gerade. Dann nennt man sich Schnitzelkönig und dann wurde mir ein Cordon Bleu mit Champignonsauce geliefert werden. Wo bin ich hier nur gelandet? Aber Cordon Bleu, also veganes Cordon Bleu ist viel geiler als veganes Schnitzel. Ja, ich weiß, dass die Rückrollen auf Null sind, aber ich will die nicht ausgeben. Deswegen laufe ich. Dieses vegane Cordon Bleu ist so gut. Und um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht mehr, wie nicht veganes Schnitzel oder Cordon Bleu schmeckt. Aber Champignonsauce gehört da nicht zu. Champignonsauce gehört überall hin. Morris war am Dämmerungshügel, erster Anführer der Wüstenräuber. Reife Leistung. Ich bin beeindruckt. Das wird sie fürs Erste auf jeden Fall demoralisieren. Aber ein Bischof, die andere Person, muss zu einer religiösen Gruppe gehören. Nicht unbedingt die Art von Leuten, die mit Banditen zusammenarbeiten. Dann hast du die Kirche noch nicht kennengelernt. Stimmt, sie arbeiten nicht zwangsweise mit Banditen zusammen. Sie sind Banditen. Wir müssen der Sache weiter nachgehen. Ich lasse es euch wissen, wenn ich die Informationen geordnet habe. Wo ist Frosty, wenn man ihn mal braucht? Hä? Als ob man nicht immer Okay, wer im Chat mag Pilze? Hallo Tilly Klaus. Ihr mögt doch hoffentlich alle Pilze. Natürlich, Echter. Ich liebe Pilze. Ja, danke schön. Ja, bäh. Pilze, übel geil. Ich finde, Pilze kann man echt überall reinpacken. Pilze sind übel geil, aber nicht zu Käse. Boah, ich finde, kommt drauf an. Auf Raclette finde ich es mega geil. Auf Raclette habe ich unten im Pfännchen Cheddar mit Zwiebeln und Mais und Bohnen und Kartoffelscheiben, der so geschmolzen wird. Und oben auf die Grillplatte packe ich mir Zucchini und Champignons und dann packe ich mir alles zusammen auf den Teller mit Knoblauchsoße und liebe mein Leben. Übrigens, Runenjägerin, Hauptmann Poschi sucht euch. Ich glaube, er möchte euch etwas über den Sandgeher mitteilen. Geht schnell zu ihm. Pilze in Schokosauce habe ich noch nie gegessen. Käsespätzle mit Speck und Champignons. Ich würde auf den Speck verzichten, aber abseits davon gebe ich dir recht. So, wir können jetzt hier einen physischen Schaden hinzufügen. Einen Schnellangriff oder einen Schnellzauber. Mehr auf Schaden diesmal. Wenn ich einen Keller oder Gartenhäusle hätte, dann würde ich da Pilze züchten. Kann man Pilze, also ich meine das ernst, kann man Pilze so richtig züchten? Ich dachte, dass Pilze vor allem etwas sind, was man im Wald sammeln geht. Wir haben richtig viele neue Sachen.
Aber dann sieht man meine Oberschenkel nicht mehr. Schade. Ja, manche im Keller. Es gibt auch Zuchtchampignons. Es gibt auch so Sets für die Küche. Bekannter hat das neulich als Hobby angefangen, wusste das vorher auch nicht. Champignons gibt es doch sogar im Topf. Man kann sich Champignons im Topf selber züchten? Das ist ja übel geil. So, ich muss ganz kurz Pipi machen gehen. Ich bin gleich wieder da, ihr Lieben. Ich habe den geilsten Scheiß aller Zeiten. Kinderpingui. Dankeschön, Daniel. Vielen Dank für den verschenkten Sub. Und Mojo, vielen Dank für die 100 Bits. Und Rina, danke für die 8 Monate. Und dankeschön, Daniel, auch für den verschenkten Sub. Also Daniel und Mojo, ich danke euch. Und willkommen an alle Neuen. Willkommen bei den Eumeln. Und dankeschön für noch mehr 100, noch mal 100 Bits. Oh. Immer so zu viel über Essen gegessen. Ja, geredet. Und dankeschön, Jimmy Grill, für den Prime Sub. Vielen lieben Dank. Das kommt auf die Pilzsorte an. Champignons und viele Seitlingarten oder auch Shiitake-Pilze lassen sich sehr gut züchten. Aber Steinpilze oder Pfifferlinge lassen sich gar nicht züchten. Die müssen im Wald gesucht werden. Also, Steinpilze sagt mir was. Pfifferlinge sagt mir auch was. Von Seitlinggarten oder Shiitake-Pilze habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gehört. Shiitake hat Unami-Geschmack.
Ach, ist das so ein Pilz, der auch als Fleischersatz dann genutzt wird? Das sind diese wabbeligen, glitschigen Pilze vom Asiaten. Meint ihr Morcheln? Ach so, den wollten wir noch umrüsten. Morcheln ist eine Familie von Pilzen. Ach, das ist eine andere Familie wieder. Ja, die eignen sich gut als Fleischersatz. Ich muss sagen, ich kenne nicht so viele Tiefkühlmischungen, wo Pilze mit drin sind, weil ich die Pilze aus Tiefkühlmischungen immer ultra ekelhaft finde, wenn die, also für mich müssen Pilze frisch sein, damit sie geil schmecken. Don't get your hopes up. I only have bad news for you. The Sandwalker that you were supposed to board was capsized again because of the dimps. Wow. And now, Aphros has informed us that they're not going to send out any more Sandwalkers until we take care of the dimps. We're all in a pinch. Originally, the dimps only stayed within their domains, but I'm guessing that they've expanded their activity because of their Chief Paxos orders. We're doing our best to find Paxo, but we just don't have enough men. Wisst ihr, was ich auch richtig geil finde? Rohe Zwiebeln. If you manage to find and defeat Paxo, I'll give you a lifetime pass for the Sandwalker. How about it? Sounds pretty good, right? Paxo is currently suspected to be Chicken of the Woods. Ich bin gespannt. So, ich muss wieder wen aufhalten. Kann man das Game denn vernünftig durchspielen, ohne viel Geld auszugeben? Also laut, es kommt drauf an, was du als viel Geld wahrnimmst. Wir haben jetzt schon gehört, dass man auf jeden Fall die Storage-Dinger haben möchte. Und da musst du, wie, je nachdem, welche Storage-Dinge du dir in-game holen möchtest und wie viele von denen, musst du mit, was hatten wir, mindestens mit zwischen 30 und 110 Euro rechnen. Das ist quasi das, was wirklich gameplay-technisch einen relevanten Unterschied macht, wofür du Geld ausgeben musst. Wenn du bereit bist, das zu machen und das Spiel dir das wert ist, kommst du damit sehr, sehr weit. Und soweit ich mitbekommen habe, kommst du dann auch an alles dran und kannst alles erreichen. Aber da musst du halt Bock drauf haben. Dort ist quasi die Grenze. Ah, nein, 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 nein. Nein, 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 nicht die Spinne. Nicht die Spinne. Nicht die Spinne. Oh Gott. Lass mich. Heute ist echt ein schlimmer Tag. Erst sagt Kim, dass Käsekuchen overrated ist und nun sagt Pia, dass rohe Zwiebeln geil sind. Also Käsekuchen ist übel nice. Ich weiß nicht, was mit Kim los ist, dass sie das nicht anerkennt. Aber rohe Zwiebeln ist übel geil. Ich könnte in rohe Zwiebeln auch einfach nur so reinbeißen. Gerade wenn wir Raclette zum Beispiel essen, bin ich jemand, der auch einfach dazwischen rohe Zwiebelscheiben isst, weil ich die mega lecker finde. Und was auch echt, ich hatte gesagt, genau, man kann sehr, sehr gut spielen und testen, ohne dass der Shop einen nervt. Also ich musste nach dem Shop suchen, damit ich ihn finde.
Das ist meiner Meinung nach immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Das Spiel ist abseits von dem Ingame-Shop, den es gibt, kostenlos. Und es gibt es für Steam, für Android und iOS. Das heißt, ihr könnt das am Handy spielen, am Tablet spielen, am PC spielen und könnt den gleichen Account auch verknüpfen und dann hin und her wechseln. Anbraten und auf dem Hügel. Auf dem Hügel? Also auf dem Burger. Angebratet finde ich die auch mega gut. Vor allem, wenn du sie mit Zucker anbrätst. Das ist übel geil. Ich habe voll die Zeit übersehen. Das ist schon 9:30 gleich. Lol. Toll, Pia, jetzt habe ich wieder Hunger. Ich dachte, euch ist bewusst, dass es hier dauernd um Essen geht. Das ist ja jetzt nichts Neues. Aber wie ihr seht, ist mein Stresslevel bei den Krabbelfiechern nicht mehr so schlimm. Ich gewöhne mich langsam dran. Wegen Pia habe ich bestimmt 10 Kilo zugenommen. Jetzt bin ich schuld. Nur weil ich dich an das gute Essen erinnere, das es auf dieser Welt gibt. Essen ist eines der schönsten Dinge dieser Welt. Ich wünsche mir für jeden Menschen, dass er den ganzen Tag alles essen kann und darf. Und sich also das sowohl leisten kann, als auch körperlich kann, was ihm schmeckt. Das würde ich mir für jeden Menschen wünschen. Ich finde, Essen ist eine der tollsten Dinge, die es gibt. Gutes Essen ist einfach... Imba. Spielt es sich wie Diablo oder muss ich Geld reinstecken? Ich weiß nicht, ob es sich wie ein anderes Spiel spielt. Dafür habe ich viel zu wenig Erfahrung, was das angeht. Und auch viel zu wenig gespielt, um das jetzt vergleichen zu können, weil wir das ja erst heute angetestet haben. Es gibt einen Ingame, also das Spiel ist kostenlos, es gibt einen Ingame-Shop, wo du ein paar Skins bekommst und Item-Slots, die Quality of Life verbessern. Das heißt, du kannst Geld investieren, du bekommst aber dein Power Level und alles, was du brauchst, auch durch Ingame-Spielzeit realistisch zusammengesammelt. Also das geht auf jeden Fall. Du kriegst nur halt Item-Slots, die, wie gesagt, Quality of Life verbessern über den Ingame-Shop. Das Spiel gibt es bei Steam kostenlos und auch für Handy und also Android und iOS und fürs Tablet und es funktioniert cross-plattformtechnisch. Das heißt, du kannst mit deinem Charakter variabel hin und her switchen zwischen den Plattformen, je nachdem, ob du unterwegs bist oder zu Hause bist, wenn es ums Grinden geht. Was ich sehr, sehr geil und angenehm finde. Weswegen auch manchmal ganz lustig auf dem Bildschirm steht, berühre deinen Bildschirm. Was bei meinem Laptop auch funktionieren würde bei der Touch. Hier kriegt man jetzt Ausdauer. Wir müssen halt eigentlich aufhören, Leute. Ich habe eigentlich schon Feierabend seit einer halben Stunde. Ich hatte heute schon vorgehabt zu überziehen, weil ich ja wegen der Fahrschule später da war. Aber ich überziehe gerade schon wieder so viel. Ich muss eigentlich noch essen. Aber dieses Gebiet machen wir noch einmal schnell. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Man zieht ja dann eigentlich mehr, oder? Also wenn man besser ist, dann zieht man ja quasi einfach mehr aus dem Gebiet, damit man mehr auf einmal macht, oder? Und damit sich das ein bisschen mehr rentiert, also so. Und dann macht man die alle gleichzeitig, wenn man krass ist, so wie ich es bin.
Nee, ich muss einfach nur darüber kommen. Aber da komme ich noch nicht hin, weil die weil ich hier runtergegangen bin und ich muss dann nach oben. Ja, morgen geht es wieder zu den Pferden. Morgen bin ich wieder nicht da. Dafür sehen wir uns dann am Freitag. Und diese Woche sehen wir uns auch am Sonntag. Also wir sehen uns diese Woche Freitag und Sonntag, aber Donnerstag und Samstag nicht. Und eigentlich musst du noch arg zocken. Das mache ich aber morgen auch privat wieder. Muss man heute, ich glaube, heute muss ich erstmal ein bisschen Schlaf nachholen, weil ich echt sehr wenig geschlafen habe von gestern auf heute. So, da ist jetzt dieser Wüstenhügel. Ich will nur ganz kurz wissen, wie es bei der Burgruine aussieht. Dann höre ich wirklich auf. Nur ganz kurz gucken, wie es bei der Wüstenruine aussieht. Weil es gerade schon echt Spaß macht, hier durchzulaufen. Bist du auf der Buchmesse Frankfurt? Nö. Ich könnte mir vorstellen, zur Buchmesse Frankfurt zu gehen, wenn sie sich entscheiden, keine rechten Verlege mehr auszustellen. Bis dahin gehe ich dort nicht hin. Ah. Dann schießt er quasi automatisch in der Nähe. So, und das ist jetzt die alte Burgruine. Ach, das ist aber unangenehm, weil dann kann ich nicht richtig laufen, während er das macht. Und sterbe an anderen Dingen. Das gefällt mir nicht. Okay, und da ändert sich das jetzt ein bisschen. Sieht immer noch sehr wüstenhaft aus, aber von der Stimmung ist es ein bisschen anders. Ja gut. Dann würde ich jetzt hier meinen Schlussstrich für heute ziehen. Nur kurz schauen, noch 30 Minuten später. Nee, ich muss wirklich... Ich habe nur 3,5 Stunden geschlafen. Ich bin richtig am S. Kann ich hier einfach speichern? Ich hoffe. Oh Gott, das hat erst, ich bin komplett rausgesprungen. Der hat bestimmt gespeichert, oder? Boah, ich hoffe. Es hat Spaß gemacht. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht, das Game. Also, das war echt richtig, richtig funny. Also, das könnte ich mir... Hat Autosave, ne? Jawohl. Und es hat Spaß gemacht. Also... Ich habe, wie gesagt, noch nicht so viel ins Late Game jetzt reingeschaut, aber das Spiel sieht sonst grundsätzlich auch sehr, sehr solide aus. Ich möchte euch an der Stelle, weil wir ja heute nicht so viele Welten gesehen haben, ich packe euch hier, ganz kurz zeige ich euch noch einen Trailer. Da sieht man ein bisschen was von den späteren Bossen. Das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich würde super gerne euch das Spiel vorstellen, weil es halt echt geil aussieht. Und ich mir vorstellen kann, dass das für Leute, die dieses Genre spielen, ein sehr, sehr cooles Spiel sein kann, auf jeden Fall. Also es sieht wirklich, wirklich übel nice aus und das ist sehr, sehr cool, finde ich. Dass es auch so cross-Plattform funktioniert. Also dieses Monster-Design feiere ich halt übel. Und auch die Tatsache, dass du dir halt deinen Charakter so sehr individuell zusammenbauen kannst, das hatte ich euch heute ja schon gezeigt. Wo du dir dann diese Runen zusammenpackst und dir damit deine Fähigkeiten zusammensuchst und halt keine, du hast halt keinen Klassenzwang. Und das finde ich sehr, sehr geil bei Spielen, wenn die einfach sagen, okay, das ist unser Spiel, hab ganz viel Spaß damit, mach dir eine Skillung, so wie du sie haben möchtest. Und da sieht man auch, dass es da später noch ein bisschen schwieriger wird. Nicht so wie jetzt am Anfang. Ja, das war an December. Das heißt, falls ihr, wie gesagt, noch ein Game sucht gerade, in das ihr so ein bisschen reingrinden könnt, dann lädt es euch gerne runter. Es ist kostenlos, testet es gerne an. Ich finde es sehr cool. Lasst euch nicht so krass verunsichern von negativen Rezensionen.
Ich fand, es hat sehr viel Spaß gemacht heute. Ich habe nichts gefunden, wo ich sage, boah, nee, das will ich nicht. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Ich finde, es holt einen sehr, sehr gut ab. Deswegen, ja, ein gutes Cross-System ist immer cool, wenn man dann ein Spiel fast überspielen kann. Ja, komplett. Komplett, auf jeden Fall.